Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und ich würde sagen, wir nutzen die aktuelle Länderspielpause eben, um uns ein bisschen mit dem Thema Trainernachfolge von Franco Foda zu befassen. Unsere Blackies ganz nebenbei gestern unter der Obhut von Christel den Test gegen den TSV Hartberg 2:1 gewonnen. Geht zwar um nichts, aber ist ja trotzdem ganz fein. Und naja, jetzt wird es eben darum gehen, wer wird jetzt wirklich der Nachfolger von Franco Foda. Der bereitet sich ja aktuell mit dem österreichischen Nationalteam auf das Testspiel gegen Uruguay vor am kommenden Dienstag. Es gibt sehr, sehr viele Kandidaten, es sind schon sehr viele genannt worden. Ich werde sicher irgendwen auch vergessen haben. Also fast zu 100% würde ich mal sagen. Ich versuche es aber trotzdem mal eben zusammenzufassen, wer hier so im Dunstkreis der Möglichkeiten wirklich da in Frage kommt. Und naja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit den ersten Kandidaten. Zunächst mal die eher leider Nein-Kandidaten. Und am Ende des Videos werde ich eben so meine Top 3 dann präsentieren, die ich mir wirklich ganz gut und gerne als Chefcoach unserer Blackies vorstellen könnte. Kandidat Nummer 1, Alexander Nuri. Der ist schon sehr, sehr oft gehandelt worden, vor allem bei Facebook. Da gibt es schon eine eigene Gruppe von Sturmfans, die Alexander Nuri unbedingt als Chefcoach haben möchten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin davon nicht so hundertprozentig begeistert. Hat bei Werder Bremen eine tolle letzte Saison gespielt, hat die Bremer in Abstiegsnöten übernommen und hätte sie fast noch nach Europa geführt. In der Saison lief es allerdings überhaupt nicht und er ist auch jetzt aufgrund von Erfolgslosigkeit eben dann auch entlassen worden. Ein relativ junger Trainer, der sich aber seine Sporen, denke ich, trotzdem noch nachhaltig erst verdienen muss. Und da würde unser SK Sturm vielleicht sogar ein bisschen zu früh kommen. Klar, er hat einen großen Club trainiert in einer großen Liga, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Deswegen Alex Nuri muss ich nicht unbedingt als Sturmcoach haben. Ähnlich läuft es auch bei Mirko Slomka, auch den habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich würde aber allerdings auch sagen, zum einen etwas unrealistisch, vielleicht nicht vom Gehalt. Er hat schon zwar große Clubs trainiert, Hannover 96, den FC Schalke 04 und den Hamburger Sportverein. Zuletzt aber eben beim Karlsruher SC sehr unerfolgreich gewesen und auch ja, seitdem vereinslos. Ich weiß nicht, Slomka. Auch seine Spielart hat mir persönlich jetzt nie so wirklich hundertprozentig gefallen, soweit ich das verfolgt habe. Deswegen, ich glaube einfach, der passt nicht so wirklich zu Sturm. Ich könnte mir den eher so bei der Wiener Austria zum Beispiel vorstellen, aber bei unseren Blackies nicht unbedingt. Deswegen auch für mich Mirko Slomka nicht wirklich ein ganz heißes Thema bei unseren Blackies. Der nächste Kandidat, ein interessanter Name, allerdings schwierig wohl zu integrieren, Dominik Thalhammer. Thalhammer, für die, die ihn nicht kennen, war zuletzt Chefcoach bei dem österreichischen Frauen-Nationalteam. Sehr erfolgreich, kann man nichts sagen. Hat auch schon eine diverse Club-Historie bei den, beim Herrenfußball. So. Aber nie wirklich jetzt erfolgreich. Beim LASK ist er gewesen und unter anderem auch beim FAC. Aber ja, ob das eben, wie gesagt, jetzt beim SK Sturm funktionieren würde. Also natürlich hat er tolle Arbeit eben mit der Frauennationalmannschaft geleistet. Aber wirklich, es ist ja doch ein bisschen ein Unterschied, ob du jetzt eine Frauenmannschaft oder eine Herrenmannschaft trainierst. Und da hat mir bis jetzt einfach der nachhaltige Erfolg gefehlt. Und deswegen glaube ich persönlich, ist Dominik Thalhammer nicht wirklich auch ein großer Kandidat für den Trainerposten. Wenn wäre es eine Überraschung. Überraschen lassen wir uns ja sowieso. Der nächste Kandidat, da werden sich jetzt viele denken, das ist jetzt aber sowieso ein schlechter Scherz, ist es auch. Andreas Herzog, das Rapid-Urgestein schlechthin, die Rapid-Legende, hat eben zuletzt den Zweikampf, wenn man so will, gegen Franco Foda um den Posten als Teamchef vom österreichischen Nationalteam eben verloren. Und das wäre natürlich auch ziemlich kurios, wenn der jetzt ausgerechnet die Nachfolge von Foda beim SK Sturm antreten würde. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und will es mir auch nicht, dass der ernsthaft wirklich ein Thema für unseren SK Sturm wäre. Der große Minuspunkt ist gar nicht mal seine Rapid-Vergangenheit, wobei das ist ein Minuspunkt auf jeden Fall, sondern einfach, dass er in meinen Augen ein alter Jammerer ist. Also bis jetzt ist jede Teamchef-Entscheidung, er war immer zwar im engeren Kreis, ist es aber dann nie geworden und
Man merkt's doch, er heult auch jetzt schon wieder rum, warum es nicht geworden ist. Es wird schon seine Gründe haben. Als Trainer war er noch nie Chefcoach bei einer Mannschaft. Co-Trainer zwar beim US-Nationalteam unter Jürgen Klinsmann einige Zeit, auch nicht unerfolgreich, aber trotzdem, da fehlt es mir einfach charakterlich so ein bisschen. Er hätte ja auch unter anderem, wie man so gehört hat, den SCR Alltag trainieren können. Das war ihm anscheinend aber zu klein. Also der fühlt sich da zu größeren Berufen, ist auch völlig legitim, wenn er das so sieht. Ich persönlich glaube einfach, er passt nicht zur Sturm und ich möchte dieses Experiment sehr, 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 sehr ungern wagen. Deswegen hoffe ich, Andi Herzog soll auf ein Angebot vom SK Rapid oder von sonst einem Club warten. Aber bei unserem SK Sturm, nein, danke. Der nächste Kandidat, Heiko Vogel. Heiko Vogel, vor einigen Jahren sehr erfolgreich beim FC Basel. Zunächst Co, dann Interimstrainer und dann Chefcoach. Hat den FC Basel sogar in die K.O.-Phase der Champions League geführt. Hat auch den FC Bayern sogar geschlagen. Zumindest in einer Partie. Im Rückspiel dann sehr, sehr hoch untergegangen. Ich glaube 0:8 oder so. Aber auf jeden Fall hat man für Furore gesorgt. Seitdem ist es ein bisschen still geworden um den 41-jährigen Deutschen. Der hat dann eben selber beim FC Bayern dann Fuß gefasst, in der Jugendabteilung allerdings. Und ist eben dort jetzt auch weg und wäre halt verfügbar. Was eben für Vogel sprechen würde, hat Erfahrung eben mit jungen Spielern auch. Also sowas ist nie ganz verkehrt. Würde für Alexander Nuri allerdings auch sprechen an der Stelle. Aber hat natürlich jetzt außer eben diese kurze Zeit beim FC Basel nie länger oder langfristig erfolgreich beim Profiklub trainiert oder eben das Trainerzepter geschwungen. Deswegen ist auch Heiko Vogel so ein bisschen eine Wundertüte. Ich könnte ihn mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er zu den absoluten Top-Kandidaten zählt. Deswegen glaube ich auch Heiko Vogel eher ein leider Nein-Kandidat bei unseren Blackies. Der nächste, sehr, 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 sehr oft schon genannt, Roman Mehlich. Roman Mehlich, auch eine Legende, allerdings eine schwarz-weiße bei unserem SK Sturm. Unvergessen seine Auftritte gegen David Beckham in den Champions League-Zeiten. Als Trainer jetzt auch nicht so schlecht im Moment dabei. Bei Wiener Neustadt seit der heurigen Saison Chefcoach und mit den Neustädtern sehr überraschend. Im Aufstiegsrennen mit dabei. Also von Beginn weg eigentlich hat das recht gut funktioniert und Roman Mehlich hat ja durchaus auch fußballerisches Know-how. Das hat man auch jahrelang jetzt beobachten können beim ORF eben als Experte. Woran es vielleicht noch ein bisschen hakt, ist, dass er trotzdem relativ unerfahren noch ist als Trainer. Es ist auch seine erste Station im Profifußball und er ist bei Wiener Neustadt noch nicht mal ein halbes Jahr. Jetzt wirklich sofort einen österreichischen Top-Club wie Sturm zu übernehmen, kommt dann vielleicht doch ein klein wenig zu früh. Und auch die Spielweise, muss ich sagen, eben bei Wiener Neustadt ist jetzt nicht genau das, was ich mir persönlich jetzt wünschen würde für unseren SK Sturm. Natürlich effektiv, aber ein bisschen zu defensiv für meine Begriffe. Natürlich muss das nichts heißen, kann auch sein, dass er dann bei Sturm einen ganz anderen Fußball dann auch spielen lässt. Das hat man bei Peter Stöger vor einigen Jahren ganz gut gesehen, da war ja auch mal Coach bei Wiener Neustadt, ist dann zu Wiener Austria gekommen und hat dort einen sehr, sehr offensiven Fußball spielen lassen und bei Neustadt zunächst auch eher wirklich nicht unbedingt spielerisch die größte Schönheit geboten. Also, Mehlich, ein bisschen eine Überraschung, trotzdem schafft das nicht ganz in meine Top 3, obwohl ich damit unter Umständen noch leben könnte. Dann noch ein Kandidat, der schon öfter genannt worden ist, Christian Ilzer, aktuell eben vom gestrigen Testspielgegner von TSV Hartberg, der Chefcoach. Ilzer hat Erfahrung in der Bundesliga, allerdings noch nicht wirklich als Cheftrainer, also zumindest nichts, was über das Interimstechnische hinausgeht. War zusammen mit Heimo Pfeifenberger beim Wolfsberger AC eben als Co-Trainer. Und ist jetzt eben auch Chef bei Hartberg. Seine erste Station, wo er wirklich selber eben auch das Trainerzepter so richtig in der Hand hat, war übrigens auch bei Wiener Neustadt Ilzer. Also deswegen auch könnte das natürlich irgendwo passen, eben auch mit Günter Kreisel, der ja auch eher Neustadt-Vergangenheit hat. Bei Ilzer gibt es allerdings das Problem mit der Lizenz. Der hat jetzt nicht die Lizenz, um eine Bundesligamannschaft trainieren zu dürfen. Also Ilzer verfügt jetzt nur über die UEFA-Lizenz. Und das wäre natürlich ein bisschen eine komplizierte Sache, das zu bewerkstelligen. Man müsste vielleicht ihm einen zweiten Mann da wirklich an die Seite noch legen, der dann über die nötige Lizenz verfügt. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das irgendjemand beim SK Sturm antun möchte. Dazu kommt auch, dass er trotzdem noch relativ unerfahren ist im Profifußball, eben als Chefcoach und auch Hartberg seine erste richtige Trainerstation da ist.
Und ich würde auch sagen, Sturm kommt für Ilzer wohl auch ein bisschen zu früh, sicher ein talentierter Mann, aber für den jetzigen Zeitpunkt passt es vielleicht noch nicht so hundertprozentig. So viel zu den eben leider Nein-Kandidaten oder gut, dass sie Nein-Kandidaten sind beim einen oder anderen. Jetzt vielleicht noch so meine Top 3. Eins gleich vorweg, Mischa Petrovic ist nicht darunter. Ganz einfache Begründung, er ist schon lange weg aus Europa. Er hat ja lange Zeit in Japan trainiert, hat die Urawa Red Diamonds und zuvor Sanferenz Hiroshima, wenn ich sie richtig ausspreche, betreut. Erfolgreich auch größtenteils, aber jetzt doch mit, ich glaube, knapp 60 Jahren ist Petrovic doch so ein bisschen beim alten Eisen dabei. Er hat Sturm natürlich auch schon erfolgreich gecoacht in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Und ich wünsche Petrovic auch alles Gute. Aber ich glaube, als Sturmcoach jetzt würde das auch nicht unbedingt hundertprozentig passen. Da wäre sehr viel Sentimentales natürlich dabei. Aber Petrovic, glaube ich, deswegen auch nicht wirklich ein Kandidat. Nur kurz dazu. So, jetzt kommen wir aber wirklich endgültig zu den Top 3 Kandidaten eben, wo ich mir persönlich sagen würde, ich könnte damit leben oder ich würde es auch unter Umständen begrüßen, wenn das eben jetzt die Chef der oder einer dieser drei Kandidaten der Chefcoach bei unserem SK Sturm sein oder werden würde. Und naja, auf Platz 3 für viele vielleicht eine Überraschung wäre Thomas Letsch. Viele werden natürlich sagen in erster Linie, ja, was soll denn dieser Schwachsinn jetzt? Letsch bei Aue nach 3 Partien rausgeflogen. Bei Erzgebirge Aue eben in der zweiten deutschen Bundesliga. 3 Spiele, 3 Niederlagen und dann war es schon tschüss. Allerdings hat er einen Österreich-Bezug. Er kennt die österreichische Liga recht gut, war lange Zeit Trainer beim FC Liefering, eben in der zweiten österreichischen Liga, auch interimstechnisch bei Red Bull Salzburg schon das Zepter kurze Zeit übernommen. Er weiß, wie es ist, mit jungen Spielern zu arbeiten, was sicher kein Nachteil ist. Auch dieses offensive System eben, was Red Bull da spielt oder eben diese, ja, diese offensive Spielweise einfach, die ist bei ihm definitiv in Leib und Seele übergegangen. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum er bei Aue dann rausgeflogen ist, was ich so mitbekommen habe. Eben weil das Spielsystem anscheinend so für den Kader oder für den Verein nicht ganz funktioniert hat, ist natürlich auch auf der anderen Seite ein negativer Punkt. Es könnte natürlich auch jetzt der Vorwurf kommen, vielleicht auch zu Recht, dass er eben das Spielermaterial nicht mit dem nötigen System gleicht oder mit der nötigen Spielweise, dass er die einfach nicht an das Spielermaterial anpasst, ist natürlich möglich. Es ist auf alle Fälle ein Risiko. Er ist immer noch ein sehr junger Trainer. Aber ich würde es ehrlich gesagt sogar riskieren. Also ich könnte es mir vorstellen, Thomas Letsch als Sturmcoach, nicht meine allererste Wahl, aber wenn es werden sollte, dann wäre es für mich verkraftbar. Sagen wir es mal so. Auf Platz 2, und jetzt muss ich, sorry, meinen Zettel rausholen, denn sonst spreche ich den Namen sicher falsch aus. Robert Brosinecki. Wie gesagt, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, sorry dafür. Robert Brosinecki, 48-jähriger Kroate, zuletzt Nationalcoach beim Team von Aserbaidschan. Hört sich jetzt nicht so wahnsinnig berauschend an. Als Spieler allerdings eine ziemlich große Karriere auch gemacht, war unter anderem bei Real Madrid und beim FC Barcelona tätig, also das kann sich auf alle Fälle sehen lassen, hat auch schon ein bisschen Erfahrung als Trainer sammeln können, war zunächst Co-Trainer beim Nationalteam von Kroatien, danach 2 Jahre bei Roter Stern Belgrad, war dann auch noch in der türkischen Super League bei Kayserispor und eben jetzt zuletzt Aserbaidschan, das Nationalteam betreut. Soll auch angeblich für offensiven Fußball stehen oder auf jeden Fall eben das offensive System begrüßen. Damit kann ich mich auf alle Fälle gut anfreunden, was vielleicht auch ein Pluspunkt sein könnte, obwohl ich da nicht genau informiert bin, wie gut es um diese Kenntnisse bestückt ist bei ihm. Er ist in Deutschland geboren, das heißt, es könnte durchaus sein, dass er zumindest ein bisschen Deutsch noch spricht. Günter Kreisel ist ja, wie man so hört, an einer deutschsprachigen Lösung interessiert. Und naja, wenn Brosinecki im Endeffekt dann auch, der deutschen Sprache noch einigermaßen mächtig ist, dann könnte das vielleicht auch gut funktionieren. Ich würde mich da überraschen lassen. Eine Wundertüte wäre es natürlich auch, aber warum nicht? Könnte funktionieren. Man hat ja auch in der Vergangenheit mit Ausnahme von Darko Milanic mit Trainern aus den ehemaligen Jugoslawien durchaus Erfolge feiern können.
Und jetzt eben zu meiner absoluten Nummer 1, mein Wunschkandidat für den Chefcoach für den Trainerposten bei unserem SK Sturm. Und viele werden mich jetzt verteufeln und sagen, was ist denn mit dem los? Ja, ist er denn von allen guten Geistern verlassen? Ich weiß, aber ganz ehrlich, für mich ist es Zoran Barisic. Es tut mir leid, aber ja, ist einfach so. Aus dem einfachen Grund, ich weiß, er hat Rapid-Vergangenheit, er ist auch eigentlich ein Erzgrüner, aber er hat bis jetzt als Trainer nicht so einen extrem schlechten Job gemacht, wie ich finde. Er hat die Rapidler sehr erfolgreich betreut eigentlich, was eben zur Buche steht, ein dritter Platz in der Meisterschaft, ein Vizemeistertitel und eben auch ein Einzug in die Europa League-Gruppenphase. Also das ist, glaube ich, für einen österreichischen Bundesligisten nicht so schlecht. Natürlich ist Rapid auch eine für österreichische Verhältnisse große Mannschaft. Aber es ist auch ein schwieriges Umfeld und das ist eben der Knackpunkt. Rapid und Sturm kann man in der Hinsicht, glaube ich, durchaus ein bisschen vergleichen. Also das Umfeld bei Rapid ist auch nicht gerade jetzt wirklich ein Streichelzoo und bei unserem SK Sturm genauso wenig. Eben, er hat es geschafft, unter Druck von außen erfolgreich arbeiten zu können und ich glaube, das würde bei Sturm auch gelingen. Natürlich, Vorschusslorbeeren gäbe es da sehr wenige und auch wenig Befürworter, aber vielleicht ist das, Verzeihung, ist das auch gar nicht so schlecht. Also, na, da bleibt mir dann ein Kloß im Hals stecken. Eben, auch die Spielart, also die Spielweise, was er eben bei Rapid praktizieren ließ, finde ich, war jetzt nicht so unattraktiv. Also durchaus auch Offensive, die man da gesehen hat. Und ich könnte es mir ehrlich gesagt einfach vorstellen bei unserem SK Sturm. Er kennt außerdem natürlich die Liga, eben dementsprechend auch die Blackies. Ich glaube auch, dass die Integration nicht so wahnsinnig schwer fallen würde, wie jetzt ein Trainer eben wie bei Prosinecki zum Beispiel, der jetzt komplett von außerhalb kommen würde und keinerlei Bezug zur österreichischen Liga hätte. Und außerdem ist Barisic eben auch noch immer ein relativ junger Trainer. Zuletzt war er bei Karabükspür, wenn ich sie richtig ausspreche, auch in der Türkei tätig. Allerdings wurde der Vertrag da relativ schnell aufgelöst, ich glaube nach knapp 4 Monaten, aber nicht aufgrund sportlicher Misserfolge, sondern eben aufgrund ausstehender Gehälter und so weiter. Also da gab es zwischenmenschliche Probleme schon eher. Und naja, lassen wir uns überraschen. Mein Kandidat wäre wie gesagt am ersten noch Barisic. Und ihr könnt mich jetzt natürlich unverzüglich hier korrigieren in den Kommentaren. Schreibt es mir gerne rein, wenn ihr gerne als Chefcoach bei unseren Blackies sehen würdet. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinungen. Es könnte natürlich im Endeffekt auch so sein, dass es vielleicht ein Trainer wird, den überhaupt keiner auf dem Zettel hat und dass Günter Kreisel da vielleicht wirklich eine komplette Überraschung aus dem Hut zaubert. Ich lasse mich überraschen. Ich vertraue einfach mal den Verantwortlichen, dass sie die richtige Entscheidung für unseren geliebten SK Sturm treffen würden. Und naja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei TheLanceTV, euer Elias, auf die Schwarzen und genau, wenn sich überhaupt kein Trainer findet, kein Ding, ich stelle mich auch zur Verfügung, ist ja logisch, ich spiele gerne den Feuerwehrmann, jahrelange FIFA-Erfahrung, das ist mein Credo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.